schwer bist du? 4,5 Tonnen. Ah, okay. Das wird so einfach nix. Aber ich hab schon eine Idee. Eine prinzipielle. Und zwar dreht die sich darum, Dinge abzuschleppen. Es ist quasi eine ADAC-artige Idee. Warum bin ich heiß? Warum hat mein Körbel Temperatur? Ich glaube, er hat Fieber oder so. Okay, ich hoffe einfach mal, dass das ein Anzeigefehler ist und er sich nicht gerade langsam erhitzt und in seinem Anzug gekocht wird. Weil ich in dem heißen Auto war. Okay, na dann hoffen wir mal, dass ich mich hier draußen schnell erholen werde. So, die Überlegung war jetzt einfach zu sagen, wir nehmen das Ding hier und schleppen es ab. Mit unserem Dockingport hinten. Nutzbaren Teile bauen wir noch schnell ab. Ich habe Wrenches, aber ich habe sie nicht mit dabei. So. Nicht wegrollen, mein Freund. So, jetzt machen wir, glaube ich, erstmal die Undock-Aktion. Gucken wir, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war ein bisschen weit. So. Oh. Kurzen Schock, aber alles gut. Gut. Brumm, 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 brumm. Müssen wir mal gucken, wie wir den Dockingport setzen müssen. Das ist unser Ziel. Gucken, wie die Höhe so passt. Wenn wir den angedockt bekommen, das wäre schon mal viel wert. Gott, ich und Auto fahren, ne? Sieht gar nicht schlecht aus. Ah, warte, lass mich raten. Klempotron. Construction Port. Hervorragend. Hat er wieder gut gemacht. Wenn man nicht überall den gleichen Kram benutzt, ne? Wenn man nicht überall den gleichen Kram benutzt, dann passieren genau solche Sachen. So, Mist. Habe ich noch irgendwo einen Dockingport mit dabei? Nope. Nope, nope, nope. Da war auch nichts drin. Ja, zwei unterschiedliche Docking-Ports. Damit geht's natürlich nicht. Der ist ein Small, der wird nicht funktionieren. Das ist ein Docking-Port Junior. Und ich glaube, Docking-Port Junior und Docking-Port vertragen sich nicht so besonders gut. Aber wir können mal gucken. Ich habe bestimmt irgendwo in diesem wundervollen Camp daran gedacht, noch einen Dockingport mitzunehmen, oder? Und Fafi und Poison Ivy, willkommen und Not Gamer Just Interested, natürlich auch. So. Inventory. Ach, da kann ich jetzt wieder nicht reingucken, weil das kein Dings hat, ne? Jap, jap, jap.
Ein Klemmbotton Construction Port. Okay, ich glaube, den kann ich mir klauen gehen. Danke für den Hinweis, TJ. Stimmt, ich habe den nämlich oben drauf. Okay, wo ist denn mein kleiner Aushilfsingenieur? Da. So, was hast du im Inventar gerade? Nix. Damit müsstest du ganz gut fliegen können. Das heißt, du kannst jetzt mal in Richtung Basis fliegen auf die Schnelle und den Dockingport holen. Wait, 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 fliege ich in die falsche Richtung? Nee, passt schon, oder? Da hinten ist doch der Krater. Warum sehe ich die Basis nicht? Ach so, was da drüben ist. Na gut. Harte Wände. So. Sehr schön. Dann können wir einmal den Port austauschen. Dann müsste das auch mit dem Nachbarn klappen. Weil die Höhe sieht ganz gut aus. Die Höhe sieht ganz gut aus. Unser kleines Monddorf, langsam wächst es. Harte Bremsung. Wo ist es da? Jetzt kommt bestimmt so was Spannendes wie: Passt nicht in deinen Rucksack. Tüdü. Schwupp. So. Echt, ich will auch nicht das ganze Ding anheben, um Himmels Willen. Saki 555, danke für dein Follow. Willkommen bei den Kurbonauten. Viel Spaß beim Zugucken. Und ich hätte gern nur den hier. Lass mich raten, das ist das verdammte Root Part. Ja, okay. Dafür haben wir aber auch eine Lösung. Wir müssen es nämlich rerouten. Um es zu rerouten, müssen wir in die Kommando Zentrale da unten einsteigen. Das Ding hat nämlich prinzipiell die Möglichkeit, kontrolliert zu werden. Man muss halt nur einen Kurbel reinsetzen. Hopp. Haha. So. Hinein mit dir. So, jetzt ist es kontrollierbar und jetzt kann man das bestimmt rerouten, oder? Kann man Dinge rerouten? Kann man Dinge rerouten? Im normalen? Geht das irgendwie? Verdammt. Wahrscheinlich kann man es nicht, ne? Wenn ich schon so frage. Wahrscheinlich kann man es nicht. Okay. Meine Güte, muss denn immer alles so schwer sein? Ja, Control from here ist natürlich, macht es ihn ja trotzdem nicht. Das ist ja immer noch das Root Part. Das ändert ja nichts daran, dass es das Root Part ist. So, ich habe hier noch einen Docking Port in der Hoffnung, dass das hier irgendwie ein anderes Root Part hat. Ich hoffe, hier war ich so schlau, das Root Part woanders hinzupacken. Das könnten wir natürlich machen, oder? Hier ist das Root Part bestimmt das hier. Ha, gut geraten. Okay. Das hier würde ich gerne behalten. Sowas ist nämlich immer cool. Das kann man immer mal brauchen. Okay, dann. Möchte ich es gerne auf dieser Seite runterfallen lassen. Bitte bleib ganz. Cool. Sehr schön. So. Dann einmal weg. So, jetzt kommen wieder hier experimentelle Dinge.
die wir uns hätten vorher besser überlegen sollen. So. Das Teil hat nämlich einen Docking-Port. Und die Möglichkeit, Kontrolle auszuüben. Und hat noch 300 irgendwas Delta-V, die ich nicht mehr brauche. Und ist eigentlich nur an diesem Klemptron-Docking-Port festgemacht. Ha. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist Motor aus, SRS an, Extend Engine, Motor aus, Activate Engine. Oh, bitte, lieber Gott, lass es funktionieren und mich nicht dabei draufgehen. Meint ihr, dass der Docking-Port zum Root wird? Das wäre echt dumm. Aber ich muss es probieren. Habe ich noch einen Docking-Port mit dabei? Nö. Kann ich das Teil nicht damit holen? Ja, damit kann ich es eben nicht holen, weil da habe ich ja keinen Docking-Port. Wir probieren das trotzdem. So. Wir geben langsam Gas. Decouple Node und fliegen das Ding hier mal ein bisschen weg. Einfach erstmal weg. Aaron Gamer Zaha, willkommen. Viel Spaß beim Zuschauen und das Ding kann jetzt irgendwo explodieren. Habe ich hier noch einen Dockingport dran? Nö. Warum habe ich nie Dockingports, wenn ich sie brauche? Und warum habe ich das cross gebaut? So. Ah, Gott. Nein, der Dockingport ist an dem Ding dran gewesen. Nein, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Ah. Ah. Bitte geh ab. Nein! Nein! Okay, Jin, du hattest leider recht. Und damit funktioniert der ganze Spaß so nicht. Das heißt, ich kann das Teil nicht abholen, ohne einen passenden Dockingport zu besorgen. Und den habe ich gerade nicht da. Abgestürzte Debris wäre noch eine Möglichkeit. Ich habe hier noch Sachen rumliegen. Das war ein paar Meter weiter weg. Wir gucken mal, was da liegt, aber ansonsten bringe ich mir einfach einen Dockingport vorbei. Es hilft ja alles nix. Hilft ja alles nix. Was ist hier so kaputt gegangen eigentlich? Oh, hier liegt echt schön Strom rum, ne? Und ein Habitation-Modul. Hier müssen wir irgendwann mal her und das Zeug holen. Das ist echt teuer, das Zeug. Aber leider auch kein Docking-Port. Na gut. Okay, hilft alles nix. Wir gehen mal zurück zu unserer Problemfabrik. Nee, ein Junior kann nicht einfach so links tüdeln. Ja, die Verbinderports könnte man probieren. Ich weiß nicht, wie steif die sind, aber es wäre ein guter Punkt, um es rauszufinden, weil im Prinzip ist die Mission eh verloren. Ob ich jetzt noch ein bisschen rumbastel oder nicht, ist eigentlich auch egal. So. Wo ist unser Rover? Da hinten. Okay, wir fliegen da jetzt mal rüber und probieren das. Hallo, Raketenrucksack. Danke. So. Probieren das mal mit den Kabeln zu lösen. So. Ich bin eigentlich einfach nur zu geizig, noch eine MPU herzuschießen. Das wäre wahrscheinlich der schnellere Weg. Also der zeitlich gesehen längere Weg, aber der einfacher zu machen, ne? Olo du, willkommen. Vielen Dank fürs Follow, viel Spaß beim Zugucken. Und wir schauen mal, ob wir es so rangetüdelt bekommen. Hier ohne
Bremsung eingeleitet. Schönsten wäre es natürlich, wenn wir es einfach oben auf den Rover rausstellen könnten. Aber dafür muss ich es auf 4 Tonnen runterbekommen, damit wir es anheben können. So. Wie schwer ist es? 3,94. Okay, dann lass es uns doch einfach auf den Rover draufbauen. Wenn es so einfach ist. Denn rein zufällig habe ich genug Kerbals. Wenn die Wohneinheit irgendwann kommt. Ah. Ich habe nämlich 4 Kerbals und damit kann ich 4 Tonnen heben. Mit 4 Tonnen heben kann ich das Ding auf den Rover draufbauen. Ha! Okay, dann machen wir das nämlich so. Der Sim-Andi kommt jetzt mal kurz rüber, um zu unterstützen. Wir bauen das Ding einfach auf dem Rover oben drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass es unter 4 Tonnen geht vom Abbau der, der Solarzellen. Aber sehr schön. Dann können wir das alles an den Rover ranklatschen und fahren das Zeug einfach zurück. So, so, so. Alter, bremsen. Das war knapp. Es fühlte sich zumindest sehr knapp an. War gar nicht so knapp. So. Zack. Dip, 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 dip. So, dann kannst du unterstützen. Und du kannst auch unterstützen gehen. Dip, 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 dip. Alle packen mit an. So, und er holt jetzt erstmal das Ding hier auf eine vernünftige Höhe runter. Dann müssen wir es nicht ganz so hoch bauen. So, das gibt uns ein bisschen mehr Spielraum. Und der rollt auch nicht weg, während kein Pilot drin sitzt oder so. Ne? Wir erinnern uns da ganz düster an Probleme auf dem Mars, als uns mal so ein Rover unterm Arsch weggerollt ist bei Hardcore Kerbal. Das möchte ich ungern wiederholen, ehrlich gesagt. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Ich werde es wahrscheinlich nicht in einem Schwung dahin bauen können. Das heißt, ich habe wahrscheinlich Skunk, Sim, Andy, Invi. Da ist er. So. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal das Teil hier oben ein bisschen umbauen müssen. Mal gucken. Das wird nicht reichen. Nee. Aber was ich machen kann, ich kann das hier seitlich hinbauen. Damit sie erstmal nicht stört. So, dann können wir das Teil nämlich... Come on. Come on. Ah. Na gut. Also unten rein. Zack. Oh Gott. Ich hoffe, das Ding macht kein Wheelie, aber eigentlich müsste es safe stehen. Warum nicht? Warum lässt du dich nicht anbauen? Warum? Okay, wir können mal gucken, ob wir es hier erstmal irgendwo abgestellt bekommen. Irgendwo. Bitte funktioniere. Check. So, erster Schritt geschafft.
Jetzt muss die ganze Kurbelbande natürlich nachrücken. Vielleicht können wir es ja oben mittig auf dieses Transportding. Da müsste ein Node sein. Kurbelbande. Nah ran. Nah ran. Jetzt komm her hier. La, 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 la. So. Und der Niklas auch noch. Der kann jetzt mal den Inn wieder durchschieben. Obwohl, das müsste eigentlich auch reichen, wenn er da so dran steht. So, ach, der Inni war das ja gar nicht. Wer auch immer das jetzt wieder war. So, dann machen wir mal oben den Node frei. Indem wir den kleinen Docking-Port da wegnehmen. Der hat gerade eh keinen dienstlichen Zweck. So, da müsste nämlich eigentlich ein Node sein, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal. Ich hoffe es zumindest. Sonst haben wir ein Problem. Ne, ich habe leider keine Structure Blocks mit dabei. Hat der keine Nodes da oben drauf? Mist. Ärgerlich. Meinte, da wäre Not. Alle helfen mit. Alle helfen mit. Wie die kleinen Körbelameisen. Alle müssen gemeinsam anpacken, um ihre Kolonie aufzubauen, glücklich zu werden. Bla bla. Blablabla. Bla, bla. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir mit ihm hier irgendwie entfernungstechnisch beides hinbekommen. Nämlich nah genug dran sein, um es aufzuheben. Und gleichzeitig weit genug, um es drüben raufzustellen. Vielleicht indem wir auf diesem Bohrer landen. So. Oder in dem Bohrer. Das ist auch okay für mich. Jetzt werde ich mir das Ding aber gleich gegen den Kopf schlagen und wahrscheinlich passieren dann fürchterliche Dinge. Das machen wir nicht. Okay, ich muss nur einen besseren Punkt zum Stehen finden. Vielleicht da so. So. Zack. Yes. So, steckt das irgendwo drin? Mache ich irgendwas kaputt? Ich mache vielleicht das Solarpanel kaputt. Das sollten wir noch nach vorne verlegen. So. Oder wir verlegen es einfach hier drüben auch auf die Seite. Ich wollte doch sagen, dass... Da ist ein Node dran. Da ist ein Node dran. Oh Gott, nein, nicht abstürzen. Bleib da oben stehen. Los. Brauchen wir so Klebeschuhe. Metallische, magnetische Klebeschuhe. So. Und der Rover ist nicht in der Mitte durchgebrochen. Das nenne ich mal eine schwere Geburt. Aber eine Geburt, immerhin. So, jetzt wird als erstes mal Freund Sim an die wieder nach Hause verlegt, oder? Du bist doch hier der Forscher. Du hast hier überhaupt nichts verloren. Du fliegst jetzt mal wieder nach Hause. Was grob da so ist. Damit wir dich nicht auch noch transportieren. Obwohl, nein, 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 du bleibst mal kurz noch hier. Vielleicht sind die anderen Teile schwer. Gucken wir mal, ob sich da noch was holen lässt. Vielleicht. Wir könnten natürlich auch direkt Material Processing machen, ne? Aber dann fehlt uns der Container dafür. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. So. So.
Alle gucken ein bisschen sparsam. Und dann finden wir irgendwo sicherlich auch noch den Envy. Jawohl. Und gucken mal, wie viel diese Beinchen wiegen. Cool. Alles klar, kann man die einfahren? Ja. Okay. Warum wusste ich das? Warum nur wusste ich das? So. Das Ding hier ist zu schwer, ne? 18 Tonnen. Keine Chance. Keine Chance. Die Dinger können wir schon mal mitnehmen. Natürlich einfach total stumpf sein. Was wäre denn? Ist gerade was total Lächerliches eingefallen. Aber das ist mir leider erst jetzt eingefallen. Wäre spannend gewesen, wenn mir das ein bisschen früher eingefallen wäre. Ich zeige euch gleich, was ich meine. So. So. Zack. So. Was wäre denn, wenn wir einfach die gesamte Material Processing Unit hier so stehen lassen, mit einem Tank drunter und uns einfach ankoppeln, also mit einem Ressourcenverbinder, wenn, um dort Gypsum herzustellen, Fertilizer. Ich meine, es ändert jetzt noch nichts daran, dass wir dann nicht wirklich Fertilizer. Ihr wisst, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Ist es irgendwie verständlich, worauf ich hinaus will? Es spricht doch überhaupt nichts dagegen, das miteinander zu verbinden. Weil dann können wir einfach das Beste aus beiden Welten machen. Das war zumindest die Idee dahinter. So. Mantis, hast du das vor langer, langer Zeit schon gesagt? Dann habe ich es wieder mal nicht gelesen. Ich bin sehr gut darin, Dinge nicht zu lesen. Das ist quasi meine geheime Fertigkeit, die allerdings nicht wirklich geheim ist. Und auch nicht wirklich nützlich. Zack. Ist immer eine gute Strecke. Also die Strecke hat jetzt irgendwie ein paar Sekunden gedauert, also eine Minute oder so. Und ich würde ja zum Arbeiten hier bleiben. Zack. So. Ich baue gerade mal wieder alles irgendwie in vernünftigen Zustand. So. Ah, sehr schön. Okay, das kann man tatsächlich machen. Jetzt muss ich wahrscheinlich alles durchklicken, ne? Und habe wahrscheinlich auch alles weggeschmissen. Huhuhuhu.
So ist das, wenn man alles erst rausfinden muss. Fertilizer, Hydrate. Gypsum, ey, Gypsum. So, Strom, 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 Hitze. Das Ding da ist eigentlich nutzlos geworden. Eigentlich. Jetzt evakuieren wir erstmal einen von den Vögeln nach Hause, nämlich den. Ich muss den ganzen Müll mal aufräumen, glaube ich. Damit ich beim Umschalten nicht überall lang komme. So, Niklas bleibt hier, Skunk bleibt hier, Sim Andi fliegt nach Hause.